Wie die kämpfen? Nein, bestimmt nicht. The gym leader was murdered. Hier reden sehr viele Leute von irgendwelchen Personen, die umgebracht wurden. Ich habe bisher nicht einmal aktiv mitbekommen, dass hier Morde begangen wurden. Vielleicht lügen die mich alle an. Brauch mich nicht mehr. Ist ein Pumann paralysiert von mir? Nein. Ein Pumann brennt, aber ich habe, glaube ich, keinen Feuerhalter dabei. Ach. Mann, das hat doch jetzt keine Scheiße mehr. Hier, das schmeiße ich weg. Das brauche ich nicht. Diese komische Bell wurde jetzt einfach vernichtet von mir hier. Haben wir jetzt noch hier oben was übersehen? Ich kann ja gleich mal meinen Superschutz anschmeißen, wenn ich den gerade bekommen habe. Aha! Zink. Ja, und schon ist mein Platz wieder voll, den ich nicht loswerden kann. War ich jetzt da oben überall schon? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Haha! Ein Blattstein. Oha. Ja, was schmeiß ich denn noch weg? Was soll ich denn noch wegwerfen hier? Das brauche ich nicht. Jetzt geht's echt los, dass ich hier Sachen wegschmeißen muss. Und ich hatte eine sehr lange und verzwickte Route. What? What? Iguana! Aus allen Pokémon aus der 6. Gen, was noch hätte reinkommen können, das... Was hat für einen Ruf? Ich hab's richtig gehört, es ist ein Schluckhuck. Das ist ja lustig. Ich hab's jetzt mal so gefangen wieder, warum nicht? Es kommt zu meiner Kollektion der Pokémon, die ich just for fun gefangen habe. Kann ich wenigstens den Paraheiler nutzen. Und nochmal ein Full Heal, cool. Elixier, auch nicht schlecht. Also, mich beeindruckt wirklich, wie viele verschiedene Pokémon es auf diesen Routen gibt jetzt. Du hast seltene Pokémon, zeig sie mir. Ich hoffe, du hast auch seltene Pokémon. Kommt drauf an, also wir haben es etwas länger nicht mehr gesehen. Beziehungsweise im gesamten LP noch nicht so oft. Aber, naja. Von dem Ding will man nicht geliebt werden, das drückt einen doch platt. Aus dem rechten Fuß von ihm aus gesehen kommt ein Hyperstrahl. Jetzt muss es sich eh erstmal aufladen. Was ein Feigtier. Beim nächsten Mal reicht's. Tschüss. Na, siehst du. Was hast du noch? Stili! Oh nein! Yeah. Ey, rote Augen! Habe ich noch nie gehabt! Ich bin extra drin geblieben, weil ich hoffe, dass es reicht. Jawohl, ich quitt sowieso! Ich mach's nicht nochmal nach. Und Frostdetia, das könnte ich auch probieren mit Knirscher. Bei Frostdetia stimme ich zu, auch das ist ziemlich selten hier. Mit dem Mülltangruf. Es möchte eine Kuh sein. Aber es ist leider tot. Da wird das nicht mehr mit dem Kuhleben. Marlon. So heißt doch das Milchmädchen aus Zelda The Minish Cap. Das passt irgendwo. I cocked my snorts in Kanto Region. Man bekommt eine Hintergrundgeschichte von einem random Trainer. Ja, ich will ein Level Up haben jetzt. Level Up. Ah, ich hole mir an keinem Pokémon lieber ein Level Up als an dir. Yay. Und dann kommt jetzt erstmal Amphira nach vorne. So lange wird ja auch der Weg nicht mehr sein, gehe ich von aus.
Haben wir hier noch irgendwas übersehen weiter oben? Nein, ich will keinen Max Rewire benutzen. Und das hatten wir hier alles. Perfekt! Aha! Der ist doch das Castform. Oh, ich will es nicht haben. Nein, ich will auch kein Item benutzen. Sind wir durch? Wir sind durch. Orange Villa. So orange ist es hier nicht. Hier gibt es nichts. Was ist hier passiert? The Gym, Hale, der Leiter, war ein starker Mann. Und die Arenen wurden nach Osten gebracht. Brother. Oh, sein Bruder und der erinnert an dieselbe Person. Also ich wusste ja, dass sein Bruder ermordet wurde und dass der erinnert ermordet wurde. Es ist dieselbe Person. Das ist ja auch spannend. Es gibt eine Höhle in dieser Stadt. Ist das die Shoal Cave, die ich gelesen habe? Der Mann Lumiere. Er wird bald seine Lektion lernen. Er hat mir eine Chance gegeben, ihn zu besiegen. Ich habe etwas von ihm gestohlen, also hast du einen Ass im Ärmel. Oh, was hast du von ihm gestohlen? Seine Kleidung? Ich kämpfe nackt gegen dich. Aber es freut mich, dass es hier nichts mehr gibt, denn dadurch spare ich mir Zeit ein. Und muss hier nichts erkunden. Ja, hier kann ich wieder nicht runterlaufen. Irgendein Pokémon hat gerade geschrien. Ich möchte sein Haus wieder. Hört ihr das? Ihr hört das, oder? Und ich kann auch. Ich rede auch. Ja, keine Ahnung. Wenigstens kann man hier seine Pokémon heilen. Das finde ich sehr nett. Ich bin Schwester Joy. Ich kann ohne irgendwelche technischen Geräte wie alle anderen Schwester Joy hier deine Pokémon wiederbeleben. Finde ich aber toll, dass Schwester Joy noch so rumsteht als Heilungsfrau. Ich verstecke mich in der Ecke. Ja, ich will jetzt. Gib mir Taniel. Hatte ich wirklich noch kein Taniel-Feuer von irgendwie bekommen? Das wundert mich. Dann sind wir auch schon fertig hier. Also das ist doch was Tolles. Gleich mal abgeschlossen, das Ganze. Karte sagt. Ja, das war die erste. Ja, dann haben wir jetzt noch den Golden Canyon, dann kommt Iris Town, Blue Path. Skylake will. Aha, guck mal, da steht ein Pokémon-Gym da unten. Hier nicht so. Was war das? Achso. Was stand danach jetzt gerade? Hä? Pokémon, Pokémon Gym. Da war noch irgendwas Blaues, was da noch stand. Das hab ich doch genau gesehen. Ein Pokémon Contest? Hier gibt's einen Pokémon Contest? Und einen Sky Tunnel. Ich bin gespannt, ob das wirklich stimmt mit Pokémon Contest oder ob er nur vergessen hat, den Text zu ändern. Wo ist denn jetzt diese Höhle? Ich habe immer noch keine Höhle gefunden. Ich finde diese Höhle einfach nicht, von der überall geredet wird. Ich habe ein Hypno gefunden von einem Trainer, ja. Es ist auch ein schlechtes Pokémon gerade für meins. Ha, greif nicht gut an, bitte. Greif nicht gut an. Hey! Ach, siehst du mal, die Future Sight kommt wieder zum Einsatz. Es ist erschreckend, wie oft die benutzt wird. Aber leider wird sie noch Wirkung zeigen. Rapidash, da ist wieder Rapidash. Ich bleib drinne. Ich habe ja noch eine Giftattacke. Habe ich schon länger nicht mehr benutzt, glaube ich. Denn meistens benutze ich Amphire ja nur noch, um Overheat loszuschießen oder um Toxic zu benutzen. Hat mich gerade nicht getroffen? Mit Bounce? Ich glaube schon. Ja, ja. Und noch ein Crit hinterher. Vito Schnabel. Jetzt zu jedem nächsten Trainer irgendeinen Promi-Namen überlegen. Wir haben noch ein paar Pokémon auf Level 75, die wollen eher kämpfen. Da haben wir schon die nächste Kampfroute, nachdem wir gerade schon so eine lange Route hatten. Aber gefällt mir, ich mag doch Kämpfe. Deine Pokémon können nicht nach Iris Town fliegen, also musst du da hinlatschen.
Das ist so, ja. Ricardo. Ach, wenn, was sind denn das für schlechte Matchups hier heute teilweise? Das ist doch schon wieder doof. Ach, es wird sich ja wieder verändern dann. Oh. Ja, nicht. Wow. Das war viel mehr Schaden als erwartet. Mich macht noch diese Höhle stutzig, die ich nicht finde. Die hätte doch schon längst irgendwo auftauchen müssen. Ui. Jetzt kommt hier aber ein Kaliber auf einmal. Kein Wunder, dass er Experte ist. Erstmal ein Knackrack. Das ist auch einer meiner Lieblingsrufe von Libell, die da ursprünglich. Yay! Die leise Hoffnung bestand noch so für mich. Vielleicht freest es ja und es froß. Das war die beste Beugung eines Verbs, die ich je gebracht habe. Es froß. Es froß. Da hat, glaube ich, ein Leerzeichen gefehlt, oder? Things didn't work today. Ja, passiert doch nicht oft, dass sein Knackknack eingefroren ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Hui! Was du hier so? Wir haben wieder die Möglichkeit auf viele neue Pokémon hier in den Grasfeldern. Sollte man mal reinschauen. Kann sich lohnen. Ja, da ist wieder ein Sandama. Wollte erst Sandan sagen, ich habe noch die Kurve bekommen. Ich traue dir zu, dass das ein One-Hit ist. Hey! Also Sternschauer ist auch schon recht häufig dabei von den gegnerischen Attacken. Ninetales! Du glaubst, du bist im Vorteil. Bist du eigentlich auch, aber ich hab das. Quick Attack. That's all you've got. Immerhin einen Volltreffer hochzugeben. Ja, das war klar. Ich glaube nicht. Ja, und dann Safeguard. Manchmal verstehe ich das nicht, was die Gegner machen. Ist das Illivoltech? Ich glaube ja. Yeah. Illivoltech. Das habe ich doch bei dem Polizisten Max erwartet, weil der ja auch immer ein Electek benutzt hat. Rolling Kick! Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Rolling Kick als Attacke gesehen habe. Das ist ja schon, das ist ja Jahre her. Also nicht nur, dass wir hier ein Pokémon sehen, das wir vorher noch nicht hatten in dem Hack, es setzt auch noch eine super seltene Attacke ein. Und lässt mich damit flinchen und dann kommt noch Thunder. Thunder, feel the Thunder. Lightning and the Thunder. Das kann man hier erstmal. Ich möchte nicht irgendwelche Songs von Leuten singen. Imagine Dragons. Aber mal, es war zu verlockend. Julie. Ey, wir könnten wieder einen Promi benennen jetzt. Also Angelina Jolie. Mich machen ja immer diese Löcher hier stutzig. Hunduster, aha. Ein Item und ein Sandan. Hey, da ist das Sandan. Ist das jetzt Absicht gewesen, frage ich mich. Der Arenaleiter von der zerstörten Stadt hieß ja auch Hale. Da frage ich mich jetzt, ob das Absicht war, dass kurz darauf die TM-Hagelsturm kommt. Relativ clever, wenn es so ist, aber weiß man nicht. Und da sind wir auch schon in Iris Town. Ich muss sagen, das geht schneller als erwartet. Und jetzt ist schon wieder ein Famous Leerzeichen da.